Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch allen. Mein Name ist Rio und heute gibt es wieder ein bisschen Aura Kingdom. Und zwar, lange, lange ist es her, seitdem ich von S5, also dem Brode 5er, bis zum Awakening Level 10, also das Ruder auf 10, ein Video gemacht habe. Im letzten Video gab es nämlich die neuen Karten von S-Level 5 und jetzt sind wir endlich S-Level 10, können dadurch endlich neue Karten erforschen und schauen, was uns so alles erwartet. So, die Quest mache ich dann später auch noch, aber erstmal mal hier die Hauptquest. So. Ich habe hier noch die AB-Quest, die werde ich später irgendwann mal machen. Ja, die werden aber nicht online im Stream tauchen. Nicht im Stream, im Video. Azurinwald. Oh, das ist schon mal das Erste. Machen wir mal dann hin. Schauen uns die ganze Karte an. Ah, das ist die Karte. Okay, ich kenne sie wieder. So. Fahren wir da zurück. Im Hintergrund natürlich ein bisschen Musik. Soweit ich weiß, kommen jetzt alle. Die hatten wir letztes Mal und die zwei kommen dieses Mal. So. Soweit ich weiß, sind alle Lieder von Blaster Jax. Ich freue mich, dass ich da die Musik mit verwenden darf. Auf jeden Fall heißt es jetzt hier wieder bunt gemischt. Nach langer, langer Zeit die Vöglein hauen. Wieso hat das jetzt hier getroffen? Und bevor ich zur Instanz gehe, gibt es noch eine kleine Überraschung. Ja, wird vielleicht vom einen oder anderen nicht unbedingt als Überraschung gesehen. Aber ja, ich zeige es nachher trotzdem. So, 8, 9. 11, 12. Wie ihr gesehen habt, hier Waffenexpertise ist fast halt zu Ende. 12 Punkte fehlen immer noch. Das ist aber schnell passiert. So. Oh nein, es ist. Ich hoffe, das ist nicht die Quest. Die mag ich nicht. Gibt's nämlich eine Quest. Macht gar keinen Spaß. So. Meria-Ruine. Hat das was mit den Vögeln zu tun, die wir jetzt gerade erst gehauen haben? Wenn ich mich richtig erinnere. Ach, Klauengreif. Meine Main ging das alles viel schneller. Aber es lag daran, dass mein Main auch eine extrem hohe Range hatte mit seinem AOE. Hat. Nicht hatte. So, der ist besiegt. Jetzt sammeln wir das ein. Sind schon 12, hier rüber. Die Expertise nicht. Aber ich muss sie trotzdem auf Level 70 bringen. Und das ist nervig.
aber was will man machen? Jeder hat eine Expertise, mit der er klarkommt. Sei es die linke oder die rechte. Ich komme halt mit der anderen zurecht, weil die mehr in die Range geht. Und es gibt andere, die mögen die andere Expertise. Machen wir so hin. Wieso gehst du nicht zu ihrer Rune? Dankeschön. Sammeln. Ja gut, das geht schnell. Die Kirschen möchte ich noch machen. Später. Ne, die mache ich nicht später. Mache ich ein andermal. Ja. Und da ist jetzt die Quest. Queens don't belong in the sky. Captured by magic. Ich glaube, ich musste alle relativ weit runterhauen. Fire or ice, only fate will decide. Machen. Okay, da kommen jetzt nochmal welche. Ich weiß es echt nicht mehr. Noch das? Ah, das ist Heilung. Was da ist? Angriff und Bewegungsgeschwindigkeit. Das hier? Ja, ich muss die, so wie es aussieht, wirklich nacheinander gleichzeitig besiegen. Da kam nämlich gerade der Satz mit, dass sie wohl immer Verstärkung holen. Das heißt, muss ich ja jetzt wirklich doch das mache. Alle schön relativ klein halten. Das war, also verdammt. Hier. Und jetzt zack, 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 zack. Alle besiegt. Dann war's doch das. Ich war mir nicht mehr ganz sicher, aber es hat doch funktioniert. Euer Rune ist trotzdem sehr schwach, finde ich.
Dies gewesen. Okay. Wer genau aufgepasst hat, hat jetzt gesehen, was ich später zeigen möchte. Ich wollte gerade sagen. Dachte ich mir. Oh. Funktioniert trotzdem. Der Schade irgendwie. Diese Quest ist so extrem nervtötend. Was kommt jetzt? Bin ich fertig mit der Runde? Jaruna? Der Rune ist umgefallen. Etwas nicht. Darf ich draus machen? Ja, Halt da. Ich hätte das dann noch machen. Ja. Wir waren nämlich alle weg. Verdammt. Der irgendwie noch leveln. Gott, jetzt kann ich davon nichts mehr machen. Dann gehen wir zum Lumeria-Tempel. Der ist dahinter, okay. Die darf ich noch besiegen wahrscheinlich. Katastrophenreptil. Ah ne, jetzt kommen erstmal die Krebse. Ja. Eben von 7. Und noch zum kleinen Krebs. Bingo. Und die Arune. Ja, ich will die hier. Dankeschön. Nö, was darf ich jetzt machen? Sekunde, ich muss da einmal kurz das da. Weil manche Lieder darf ich dann doch nicht machen. Schade eigentlich. Aber was will man machen? So. Was muss ich da machen? Die eigentlich? Achso, die. Okay.
Okay. Okay, das war's nicht. Das hier war's auch nicht. Gehen wir da rüber. Verdammt. Was passiert da? Da passiert das da? Da passiert das zum Anfang. Also da kann ich, egal welches Nummer. Okay, und da gibt's nur das da. Und das da. Da gibt's das da. Verdammt. Das hier, das hier, das hier. Nein. Hier, hier, das hier. Nein, okay, dann müsste es eigentlich das da gewesen sein. Bingo. Hoppla, wo kommt der auf einmal, wo springt die auf einmal hin? Und jetzt? Zwillinge! Das sind Zwillinge! Die taumelt. Fällt hin. Oh, das ist mies. Und weiter geht's. Halt. Habe ich mich jetzt aber selber veräppelt? Jetzt kommen die Reptilien. Kommt. Kommt. Warte, dass wir die dann zur Extrempole kommen. Aber man kann sie. Alle schön. So hinbringe, dass man doch irgendwie mit einem AOE besiegen kann. Na super, jetzt sind sie viel zu weit auseinander. So, Kalender habe ich jetzt 11. Habe ich hier 8, 12 und 9 und 12 und 10 und 12. Ich glaube, ich muss sowieso zu Yaruna wieder zurück, von dem her. Nein, zu Keres. Suchen, mache ich nicht. Hup. Wieder selber veräppelt. Hup, hup, hup. Alle durchsucht. War was mit Fledermaus? Habe ich da unten fast alles? Da oben habe ich viel gemacht. Okay, die Karte ist bald beendet. Für ein Ding. Kann man dich hauen? Ach man, das ist schon aber schnell umgefallen. Fledermaus, Spiegelformkern. Peitsche, Lyra. Oh, das könnte ich vielleicht dann doch gebrauchen. Ne, das machen wir nicht. Das da. Jetzt dürfte er gehauen werden. Here we go!
Ich hoffe nur, dass sie... Und mit der Rune-Rede und... Meine ja Rune, immer ja Rune. Kann die mal kurz sein? Und wo sie jetzt hin? Nein. Dahin, okay. Und wen haben wir da? Natürlich ja Rune. Habe ich, glaube ich, noch den Bereich. Weil das habe ich gemacht, das heißt hier. Hier noch ein bisschen und dann da oben. Ich verstehe es nicht. Vorher war es einfacher. Oh ne, da sind noch Nagas. Mag die Dinger nicht. Oh nee, und davon 12 Stück. Komm, Lia. Oh, war sogar heute ein Boss des Tages. Von einer blauen habe ich jetzt noch kaum welche. Ah nee, von einer roten habe ich kaum welche. Okay. Genau. Und nochmal springen. Weil es so schön war, nochmal springen. Und hier der letzte. Ja. Gut, was muss ich jetzt machen? Wellenreaktion. Hier das Beschwichtigen. Ja. Das ist fies. Moment. Bin ich jetzt schon so weit? Was in die Instanz kann? Kratz sage, es wäre wirklich komisch. Noch die ganze Nagas. Nagi, Naga, Nagas. Keine Ahnung, wie man das sagt. Kann man jetzt? Nein, das dürfen wir nicht. Bester. Akuna, komm mal her. Wild chaos, life's divided. We'll wait to live a better life. We'll rise up towards the sky. Close your eyes. 6 von 7, okay. 7 von 7. Und ab zu Keres. Machen wir da runter. Und ja, Rune, was willst du schon wieder? Dass ich mit dir da oben rede. Okay. Das ergibt manchmal echt keinen Sinn. Taucht 20, 30, 40 Mal da oben auf. Auf einer Karte auf. Flipperich. Flipperich ist. Flipperich da. Ab zur Instanz. So, ich sollte noch... Ich sollte die Expertise wechseln. Macht
macht es nämlich mit leichten Waffen viel mehr Sinn und Spaß. Aber das Schlimme ist, ich muss da jetzt, wie es aussieht, ernsthaft an jedem Gegner hinstehen. Oh nö, nein. Verdammt, das war das. Okay. Also, was ich zeigen wollte, folgendes. 30. Die Peitsche hat das Equipment von meinem Maiden, der jetzt mittlerweile ein anderes Equipment trägt. Eigentlich sollte es funktionieren im Pulle. Meine Main ging's doch auch. Naja. Machen wir's anders. Den noch? Den da. Okay. Macht das eigentlich Legacy? Aber nicht schnell. Da ist er ja schon. Man merkt einen Unterschied von dem Equipment, also vom 90er Equipment zum S-Level 10. Ah ja, das ist das, was ich gemeint habe. Hier muss man alles hauen, damit man überhaupt weiterkommt. Das heißt, sämtliche Spinne. Die Heilung ist doch noch relativ gut. Und so wie es aussieht, braucht er noch die Superwaffe von meinem Main. Ja, die Instanzen sind dann doch nicht mehr so einfach. Wieso ich hier jetzt auch alle Spinne haue, liegt einfach daran, der Boss kommt erst, wenn man alle Schlangen besiegt hat. So, und da kommt der Rune. Da werden wir mal tratschen. Hier Fluch. So. Darüber. Nee, jetzt kommen die Affenrehe. Die sind eigentlich nicht so schlimm, sondern die Affenkönige. Huch, wo wollte er jetzt hin? Da war es die Affenrehe, die das Ganze machen mit dem... Ich schieb dich mal weg. Ja, das machen die Affenrehe, verdammt. Das sind die Affenkönige, die nicht so schlimm sind. Oder können das alle? Ich weiß nicht. Gut, einfach so meinen Spell unterbreche damit. Der Fledermauseffekt ist relativ gering. Langsam wirklich auf die 10er-Waffe gehen, weil da hat er nur die 90er und da eine 98er blau. Yep, da fehlt mir gutes Equipment.
Ja. Ich weiß, dass ihr reden will, wollt. War es erst das verfluchte Wesen? Oder war es erst den Fluch? Erst das Wesen, dann das Fluch. Bingo. Damit haben wir das geschafft. Und können dann außerhalb mit Jarun reden. So. Abmarsch zu immer. Kann man das Lied überhaupt verwenden? Nein, das darf man nicht. Jetzt beeil dich zu immer. Na, endlich. Also ich brauche auf jeden Fall die S10er-Waffe. Sonst komme ich da nicht weit. Das ist nämlich ein Drittel von dem, was mein Main an Schade hat. Was sehr wenig ist irgendwie. Keine Frage. Dann reden wir da noch. Und immer geht's weiter. Und schon geht's zum Stille Hügel. Aber das ist alles in der nächsten Folge. Dann. Dankeschön fürs Zuschauen. Hat Spaß gemacht. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like da lassen, ein Abo und ein Follow auf Twitch auch. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.